Heute stellen wir euch ein besonderes Elektroauto vor. Warum besonders, werde ich natürlich jetzt erzählen. Und zwar ist es das Facelift des e-tron, der vor vielen Jahren auf den Markt kam. Der heißt jetzt aber Q8 e-tron. Ja. Das heißt, die Namensgebung wurde geändert. Warum, erzähle ich auch gleich. Aber warum ist es ein besonderes Auto? Würdet ihr jetzt gar nicht denken, den Grund. Und zwar, als der auf den Markt kam, das Vor-Facelift, da gab es jetzt noch nicht allzu viele Elektroautos. Ja. Es gab natürlich schon ein paar, aber nicht zu viele. Und damals hat man sich schon ein bisschen drüber lustig gemacht, dass Elektroautos hässlich sein müssen. Ja? Weil es gab einfach nicht so viele schöne. Und der Audi, das war einer der Elektrofahrzeuge, die auch mir besonders gut direkt gefallen haben. Es war einfach ein schönes Auto. Klar, es hat nicht jede Zielgruppe angesprochen, weil SUV, aber es war einfach ein schönes Auto. Und das Gleiche gilt halt nach wie vor für den Q8. Jetzt hat er natürlich mehr Mitbewerber, die schön sind. Es gibt ja viele schöne Elektroautos mittlerweile. Aber damals war das definitiv eine Besonderheit. Wir schauen uns also heute an, das Facelift im Interieur, Exterieur, aber natürlich auch während der Fahrt und erzählen euch, warum der jetzt Q8 heißt. Ja, wenn ihr keine Videos mehr von uns verpassen wollt, dürft ihr uns natürlich gerne abonnieren. Das freut uns nicht nur, sondern dann wachsen wir auch und können euch immer mehr solche schicken Flitzer zeigen wie den Q8 e-tron, der derzeit bei 75.900 Euro startet. Dann als Advanced, das ist die Basis, und dann mit der kleineren Batterie, also mit dem 50er. Und dann könnt ihr jeweils, also beim 50er oder 55er, noch die S-Line dazu wählen. Und ganz oben steht natürlich dann der S. Genau, wir haben den Advanced mitgebracht, also nicht die S-Line. Das heißt, es verändert sich halt optisch einfach noch mal so ein kleines bisschen. Aber wir haben den größeren mitgebracht, also den 55er. Warum heißt jetzt Q8 e-tron? Viele haben sich damals so ein bisschen, ja, sage ich jetzt mal, nicht aufgeregt, aber gewundert. Weil es gibt ja schon einen Q8, nämlich den Verbrenner Q8, deutlich massiver. Das hat damit zu tun, dass sie die Namensgebung ändern. So, der Q8 wird also beim e-tron bleiben und der jetzige Q8 wird wahrscheinlich ein Q9, denn ungerade Zahlen sind die Verbrenner und gerade sind dann die Elektros. So wird das in Zukunft sein. Das heißt, wir werden auch einen Audi A5 Avant bald sehen, nehme ich mal an. Von dem her, so sieht es aus, deswegen die Namensgebung. Es ist aber jetzt erstmal nur ein Facelift vom normalen e-tron. Ich schätze, dass der nächste Q8 e-tron auch deutlich größer wird, damit man ihn auch vom Q6 nochmal, der jetzt dann kommt, nochmal ein bisschen unterscheiden kann. Aber gut, wir fangen an, wie immer, mit dem Design. So viel hat sich tatsächlich optisch gar nicht getan, aber was man gleich an der Front ausfällt, ist nicht nur das neue Audi-Logo, dass jetzt Audi Sensorik drunter gewandert ist. Das heißt, man hat hier die ganze Technik für die Assistenz hier drunter gemacht. Dann hat man jetzt auch eine Single-Frame-Beleuchtung. Das finde ich sehr, sehr nett. Muss man aber extra bezahlen. Sieht aber gerade auch nachts wirklich cool aus. Aber jetzt seht ihr es, glaube ich, auch ganz gut. Wir haben jetzt hier noch die Frontkamera für die insgesamte 360-Grad-Kamera. Und auch das ganze Kühlergrill-Element hier vorne wurde einfach nochmal angepasst. Sieht auch bei der S-Line und natürlich auch beim S nochmal anders aus. Also da hat jede Version seinen eigenen Kühlergrill im Prinzip. E-tron steht da drunter und dann halt auch noch mal ein paar Lufteinlässe. Und die sind natürlich auch noch mal angepasst worden für die Aerodynamik und somit ist auch der Verbrauch und die Effizienz von dem Auto noch mal verbessert worden. Da haben wir also auch so Lamellen, die sich verändern können und dann den Luftstrom quasi leiten können. Und auch hier fließt tatsächlich auch wirklich Luft rein. Und beim S ist tatsächlich noch mal mehr Aerodynamik geboten, aber dort fährt man ja auch ein bisschen schneller. Also um genau zu sein, 10 km/h dann in der Spitze schneller. Das Licht hat sich nur technisch verändert, von der Optik ist es gleich geblieben. Wir haben in der Serie LED, drüber kommt Matrix-LED-Licht, den haben wir heute dabei. Und dann gibt es aber noch digitalen Matrix-LED-Lichtscheinwerfer. Der kann dann Dinge auf die Straße projizieren, kennen wir natürlich jetzt auch schon von anderen Herstellern. Das könnten wir nicht testen, wenn wir es nicht haben. Wir haben den normalen Matrix-LED-Lichtscheinwerfer, der ist auch schon gut. Blendet Verkehrsteilnehmer, die entgegenkommen oder vorausfahren, aus, ja, und ihr habt trotzdem gute Sicht. Und zu den Details kommen wir dann während der Assistenz. Ist natürlich alles in LED und wie wir es von Audi kennen, sind die Blinker dynamisch. Jetzt bin ich gespannt, schreibt gerne schon mal drunter, was ihr zum Design des Facelifts sagt. An der Seite gibt es einiges zu erzählen. Wir können erstmal damit starten mit einer der wenigen Optionen, die wir nicht haben. Panoramaglasdach, das gäbe es auch optional zum Dazubuchen. Zusätzlich gäbe es die digitalen Spiegel, die ja damals Audi mit dem e-tron vorgestellt hat. Die gäbe es hier auch weiterhin, ist aber natürlich eine
teurere Optionen und ich bin froh, dass wir sie nicht hatten, denn ich mag die normalen Spiegel lieber. Für die normalen Spiegel kann man dann auch eine Carbon-Oberfläche bestellen, wer das möchte. Allgemein für das ganze Fahrzeug gibt es auch das Optikpaket schwarz und Optikpaket schwarz plus. Dann wären auch noch die Schriftzüge schwarz und ich meine sogar die Audi-Ringe auch. Das macht das Ganze halt noch sportlicher, macht es beim Advance nicht so viel Sinn. Deswegen haben wir es hier auch nicht. Bei der S-Line oder beim S macht das natürlich dann ein bisschen mehr Sinn. Wir haben hier den Ladeanschluss, da kommen wir nachher noch zu, der fährt dann hier runter. Wir haben auf der anderen Seite dann nochmal einen kleineren, der dann nur AC kann. Hier haben wir natürlich beides, den CCS-Anschluss auch noch. Der zusätzliche Ladeanschluss kostet aber 500 Euro extra, wer das möchte. Ist dann gerade in der Stadt halt besser, egal wo ihr hinfahrt und ihr wollt dann halt AC laden. Dann habt ihr halt mehr Flexibilität, ohne das Kabel hier irgendwie krampfhaft drumherum zu bewegen. Noch was für die Optik, aber auch da sage ich, S-Line oder S macht es mehr Sinn. Die Bremssättel könnte man auch in Rot wählen, wenn man das denn möchte. So, dann 20 Farben gibt es tatsächlich im Konfigurator auszuwählen. Da sind die Individualfarben noch gar nicht mit dazugerechnet. Und wir haben jetzt das Plasmablau, ist aber eine ganz normale Konfiguratorfarbe. Sieht gut aus, steht dem Fahrzeug auch. Ich würde aber noch ein helleres Blau nehmen, aber das kennt ihr von mir schon. Bei tatsächlich 19 Zoll geht es los beim e-tron oder beim Q8 e-tron bis 22 Zoll, auch beim normalen, also nicht nur beim S. Wir haben jetzt hier die Winterbereifung mit einer 20 Zoll Felge, ist natürlich in Ordnung für den Winter. Im Sommer dürfte es da aber natürlich deutlich mehr sein und ich meine auch im Sommer hat er dann die 22 Zoll Felgen drauf. Ja, dann sind wir hier am Heck. Hier auch das neue Audi-Logo tatsächlich. Dann das durchgängige Leuchtenband kennen wir natürlich von Audi. Auch schön alles in LED. Blinker sind dynamisch. Was neu ist, ist der Schriftzug. Wie gesagt, Q8, das kannten wir bislang noch nicht. Dafür steht aber hier jetzt nicht mehr 50 oder 55 oder sowas. E-tron steht auch hier und der untere Teil, auch wenn man es jetzt vielleicht nicht direkt erkennt, ist auch nochmal angepasst worden. Auch nochmal ein bisschen aerodynamischer. So, dann öffne ich gleich mal das Herzstück von hier hinten, den Kofferraum. Wir haben auch eine Rückfahrkamera, die ist außenstehend. Und dann sehen wir hier den Kofferraum. Wir haben hier nochmal ein tatsächlich großes Fach, wo man wirklich nochmal einiges ablegen kann. Da ist auch nochmal eine richtige Wanne drin. Also da passt wirklich noch ordentlich viel rein. Ansonsten haben wir zur Ösen die Möglichkeit, die Bänke von hier umzuklappen. Also alles, was man so an der Praktikabilität des Kofferraums erwartet, haben wir hier auch. Aber was tatsächlich reingeht, wollt ihr natürlich auch wissen, das sind 569 Liter bis 1637 Liter tatsächlich, wenn man die Bänke dann umklappt. Wir haben zwei Tasten, einmal um jetzt, wie ich es mache, die Heckklappe einfach zu schließen. Die andere Taste wäre, um danach das Fahrzeug zu verriegeln, dann kann ich einfach entladen und schon mal weglaufen. Es gibt für den e-tron, Q8 e-tron, auch eine Anhängekupplung, die hat eine Stützlast von 85 Kilo und hängen könnt ihr daran 750 Kilo, wenn der Hänger keine eigene Bremsanlage hat. Hat er dies, sind 1800 Kilo möglich. Da seht ihr ihn, den Frunk tatsächlich. Das ist eine tolle Sache, dass wir das haben. Dann können wir nämlich die Kabel da reinlegen, ohne den Kofferraum zu verschmutzen, gerade bei Wintertemperaturen, wenn da Salz und Schnee und sowas liegt. Also tolle Sache, 62 Liter gehen da rein, reicht also für ein paar Kabel. Dann Wischwasser, klar, kennen wir von den Elektros, kann man hier vorne auffüllen, wenn man es hier öffnen kann. Und dann zu den Motorisierungen. Ne? Es gibt den 50er, zu den Batteriegrößen und Reichweiten kommen wir dann beim Ladeanschluss. Der 50er hat auch nochmal zugelegt, der hat jetzt 250 kW tatsächlich, also 340 PS. Und dann gibt es natürlich noch den richtigen S, also den SQ8, der hat dann 370 kW, also 503 PS, da geht das schon ordentlich was. Wir haben jetzt die Mitte mit 300 kW, also 408 PS, 664 Newtonmeter und 200 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit bei beiden jetzt, also beim 50er und beim 55er. Beim SQ8 sind es dann 210, also 10 km/h ein bisschen schneller. Trotzdem finde ich es gut, dass wir 200 fahren und nicht bei 160 abgeriegelt sind oder bei 180. Und die höchste, also die 0 auf 100 Zeit ist 5,6 Sekunden. Dann kommen wir hier zum Ladeanschluss, zum ersten auf jeden Fall. Auf der anderen Seite wäre dann wie gesagt nur der obere Teil. Das ist der CCS-Anschluss und auch nicht mit blöden Gummidoppen, sondern hier mit schönen Abdeckung in Plastik und dann kann man das einfach so aufklappen. Also so wünsche ich es mir. Der Normverbrauch liegt bei 20,6 Kilowattstunden. Wir haben eine Normreichweite von 481 bis 582 Kilometer mit unserem 55er Batterie.
Zu den Batterien, die sind bei beiden Varianten, also beim 50er und auch beim 55er gewachsen. Beim kleineren haben wir jetzt die 89 Kilowattstunden Nettokapazität, die, meine ich, der 55er früher hatte. Und jetzt haben wir hier 106 Kilowattstunden Nettokapazität. Also da geht schon ordentlich was rein. Maximal laden kann er mit 170 kW, dann ist es in 31 Minuten von 10 auf 80 vollgeladen. Ja, das ist gerade noch so im Rahmen, die 31 Minuten. Können manche besser, können manche aber auch schlechter. Genau. Zur Reichweite noch was. Wir haben jetzt im Prinzip wieder einen Wintertest gehabt, denn wir haben jetzt heute Drehzeitpunkt hier auch nur 1 Grad und sonst hatten wir halt auch gut und gerne Minustemperaturen. Das heißt, es ist von vornherein vorprogrammiert, dass wir nicht so weit kommen wie die Reichweite. Also die 582 Kilometer sind ja auch innerstädtisch angegeben, 481 sind sie WLTP-Norm so angegeben. Wir haben das nicht erreicht. Ja. Das muss man einfach sagen. Wir sind jetzt 250 Kilometer in einer sparsamen Version gefahren. Das heißt, vorausschauend fahren, schon ein bisschen rekuperieren. Und aber ansonsten halt auch wirklich Normgeschwindigkeit. Wenn man etwas schneller fährt und auch die Verbraucher so anhat, Lenkradheizung, Heckscheibenheizung und so weiter, dann sind wir tatsächlich nicht 250 gekommen, sondern 200, 180 bis 200. Das ist natürlich schon ein deutlicher Unterschied zu den 482, liegt halt eben am Winter und da an der sportlicheren Fahrweise dann. Wie gesagt, 250 sind drin, wenn man halt etwas harmloser fährt oder ein bisschen normaler. Mehr als die 250, die wir geschafft haben bei der sparsamen Fahrt, halte ich für sehr schwierig. Also vielleicht noch 280, aber dass wir wirklich an die 400 im Winter drankommen, das funktioniert nicht. So, da seht ihr den Schlüssel. E-Tron steht auf der Seite. Hier ist Audi-Logo, Öffnen, Verriegeln und die Kofferraumtaste. Ein sehr schöner Schlüssel, wie ich finde, auch nicht zu groß. Finde ich also tatsächlich einen sehr handlichen und schönen Schlüssel. Hier steht, auch wenn ihr es jetzt von hier nicht seht, aber Details lösen ja immer noch Audi und Q8 e-tron Quattro. Das heißt, jeder, der sich mit Autos nicht auskennt, kann dann angeben und sagen, ah, das ist eine Q8 e-tron, das habe ich direkt gesehen. Gut, zurück zum Interieur bzw. Keyless Entry. Premium typisch, das erwarte ich, aber auch haben wir das vorne und hinten. Das heißt, Spiegel klappen ein und das Fahrzeug ist verriegelt. Ich kann aber jetzt auch hier einfach wieder reingreifen und dann nach hinten eine Tasche legen oder halt dann eben selber einsteigen. Und ich zeige euch jetzt das Interieur. Dann herzlich willkommen im Interieur des Q8 e-tron. Die Materialien sind hier weich und unterschäumt. Dann haben wir hier so ein Velour-Mikrofaser-Element, also ja, schön weich eben. Und die Armauflage ist auch nochmal beledert und unten ist es dann härter. Also ja, das ist einfach so. Das Dashboard ist aber auch schön weich. Also hier ist es wieder unterschäumt, so gummiert. Und hier haben wir aber schöne Belederung, fühlt sich gut an. Dann haben wir hier e-tron stehen, da ist auch nochmal Ambientebeleuchtung, das leuchtet auch nach, sieht gut aus. Dann haben wir hier so ein Zierelement, gäbe es aber auch in Alu oder Holz oder Carbon, wie man das halt möchte. Dann ist es hier auch noch ein bisschen weicher, das Handschuhfach ist hart. Allerdings hier, also das ist auch hart, aber hier, wo das Knie anschlägt, hier weit unten, da ist es dann nochmal weich gepolstert. Wir haben, wie man es von manchen Audi-Modellen kennt, ein eigenes Display für die Klimabedienung. Das ist nicht schlecht. Dann haben wir hier die Sitzheizung, es gäbe optional noch Sitzklimatisierung und haben wir hier eben die Klimabedieneinheiten. Man kann noch ein, zwei Dinge so einstellen, was mit dem Laden zu tun hat oder zum Displayreinigung. Aber grundlegend ist das eben für die Thermatik, sage ich jetzt mal. Und dann kann man noch die Drive-Modis hier wählen. Also das sieht schon alles schön aus. Hier haben wir eine Armauflage. Gleichzeitig kann ich hier die Gänge wählen. Und dann haben wir hier dahinter dann ein großes Fach. Das kann man nicht schließen. Das hat mich tatsächlich gewundert. Also das bleibt hier so in dem offenen Design. Das Einzige, was man schließen kann, ist dieses Fach. Da kann man dann ein Rollo schließen. Und ansonsten habe ich hier noch mein induktives Ladefach. Da kann ich mein Handy dann einklemmen. Dann ist es auch wirklich fest. Und ein 12-Volt-Anschluss. Und genau. Dann habe ich hier noch eine schöne Armauflage, die ist auch schön weich. Die kann ich jetzt auch nach vorne fahren oder nach hinten. Und ich kann sie auch so einstellen nochmal, also von der Steigung. Und ansonsten haben wir dann einfach nochmal ein kleineres Fach. Da liegt jetzt so ein Wischtuch von Audi. Genau. Optional gäbe es eine Bang & Olufsen-Anlage, die haben wir tatsächlich nicht. Zumindest steht nirgends was drauf. Somit gehe ich davon aus, dass wir sie nicht haben. Und auch auf der Liste, die wir bekommen haben, Ausstellungsliste, steht die Anlage nicht drauf. Ich muss sagen, die Anlage ist gar nicht so schlecht, die Serienanlage, die hier mit drin ist. Also das muss man schon sagen. Allerdings trotzdem für diejenigen, die wirklich auch auf Musik Wert legen, immer die optionale Anlage nehmen. Mein Tipp an der Stelle. Wir haben ein Head-Display, das geht direkt an die Scheibe. Da sehen wir Navigationsanweisungen, digitale Geschwindigkeit und halt auch den Verkehrszeichenassistent. Also reicht aus mit den Informationen. Das Lenkrad
Keine Angst, mir gefällt es auch nicht. Manchen wird es gefallen. Es gibt aber auch das klassische Dreispeichenlenkrad, was wir von Audi kennen, als Option. Ich finde einfach diese großen Öffnungen hier nicht so schön, aber das ist eine reine Geschmackssache. Ansonsten haben wir hier die Tasten, um das Display, also mein Cockpit einzustellen oder halt auch lauter, leiser. Und hier können wir dann die Rekuperation einstellen und die fühlen sich von der Wertigkeit auch wirklich gut an. Ja, ihr seht ja ein Detail wahrscheinlich von meinem Cockpit, das ist halt schön gemacht, wie man es von Audi kennt. Man kann sich die Navigationskarte groß drauf spielen und das ist dann halt auch wirklich Google Earth, also wirklich die Satellitenanzeige. Gefällt mir gut, so bin ich immer gefahren, ansonsten könnte man sich aber auch den Bordcomputer einzeigen lassen. Zum Display. Ich habe mir da diverse Videos angeguckt schon, weil wir jetzt auch ein bisschen später dran sind und einige haben tatsächlich das Display bemängelt, weil das ist durch das Facelift jetzt nicht größer geworden. Ich sage aber, es reicht völlig aus. Klar, es gibt Autos auch von VW und Co., die schon größer sind, aber mir ist ja auch immer Design wichtig. Und es ist halt weiterhin, wenn man das jetzt mal sich anschaut, schön eingepasst. Ja? Also ein größeres hätte hier nicht so schön reingepasst, dann hätte man was ändern müssen oder aufsetzen. Und das wäre halt nicht so schön gewesen wie das. Von dem her reicht mir das völlig aus und ihr könnt mal drunter schreiben, wie ihr das seht. Lieber größer und es passt designtechnisch nicht mehr so schön oder lieber Design passt und dann ist es halt einfach gleich geblieben. Und es reicht ja auch. Man hat ja trotzdem hier die große Navikarte, die man sich anschauen kann. Ich habe das Home-Menü, wo ich mir angucken kann und alles einstellen kann, wie zum Beispiel auch die Assistenz. Also ich denke mal, das reicht ja für die meisten. Und es ist ein sehr einfaches System. Man kann sehr schnell in den Menüs hin und her swipen und dann auch mal kurz jemanden anrufen. Also man muss nicht lang von der Fahrbahn angucken. Das gefällt mir schon, das System. So, letzter Punkt ist Platz. Ich bin ca. 1,85. Sitz ist auf mich eingestellt. Das ist übrigens ein Sitz, der auch Massage hat, ist Leder, Sitz mit so weiß- und orangenen Ziernähten, sieht gut aus, gibt es aber natürlich auch schwarz- und rote Ziernähte und was ihr wollt. Wir haben hier auch einen Memory-Sitz, der ist zweistufig einstellbar, die Memory-Tasten sind unten an der Tür, die muss man also erstmal suchen. Normalerweise sucht man die ja hier. Ich bin erst davon ausgegangen, dass wir keins haben, habe es dann aber per Zufall gefunden. Zum Platz, wie gesagt. Sitz ist ganz unten, hier rum überall gar keine Probleme, nach oben aber auch nicht. Fast eine ganze Faust passt da dazwischen, weil wir halt eben das Panoramaglasdach nicht hätten. Ich mit 1,85 würde aber auch noch mit Panoramaglasdach hier Platz finden. Ja, dann nochmal herzlich willkommen hier auch im Fond des Q8s. Wir haben die gleichen Materialien, also oben so ein bisschen ja, weicher, dann auch diesen Mikrofaser oder Velour-Material, auch Ambientebeleuchtung hinten und dann eine schöne belederte Armauflage und weiter unten ist es dann halt härter. An der Rückseite der Sitze haben wir Netze, können wir was einspannen. Ich habe eine kleine Klimazone, nicht, aber ich kann hier die Lüftung zumindest von der Zirkulation einstellen, ja, also nicht von der Temperatur. Hier ein kleines gummiertes Ablagefach und 12 Volt sowie zwei USB-C-Anschlüsse. Isofix gibt es an den äußeren Sitzplätzen. Wir haben natürlich hier auch das gleiche Leder mit diesen orangenen Elementen. Dann haben wir die Möglichkeit, hier auch die Mittelarmlehne auszufahren. Plus, dass ich hier nochmal ein kleines Extrafach habe. Ist auch schön weich. Mein Arm passt da also gut drauf. Und dann habe ich ja hier noch die Möglichkeit, den Cupholder rauszufahren. Auch sehr gut, weil mein Arm passt jetzt nicht so perfekt drüber, aber ich kann ihn dann noch schön dran vorbeilegen. Also das ist auch gut gemacht. Wenn man jetzt hier noch sitzen möchte, ist die Fläche sehr groß, das muss man einfach sagen. Und auch der Mitteltunnel an sich ist der wirklich nicht groß. Ich habe nur Bedenken, dass man hier halt ab und zu mal anstößt. Aber wenn man dann seine Beine so ein bisschen anwinkelt, ist man hier wirklich auch gut aufgehoben. Weil das ist wirklich eine große Sitzfläche. Da könnte man es zu dritt auch tatsächlich mal für längere Zeiten aushalten. Also ich würde jetzt mal so sagen für 4 Stunden. Das ist schon sehr lang hinten zu dritt. Zu zweit hinten ist es gar kein Problem. Sitz ist auf mich eingestellt. Ja. Durch das fehlende Panoramadach kommt der Dachhimmel ja auch nicht runter. Dann haben wir hier echt noch gut Platz und auch sonst überall gut Platz. Ich komme überall gut hin. Also hier könnte ich wirklich auch den ganzen Tag hinten mitsitzen. Dann herzlich willkommen zum Fahreindruck. Wir starten wie immer mit der Rückfahrkamera. Wir haben eine 360-Grad-Kamera an Bord. Das sehen wir ganz gut rechts mit der Vogelperspektive. Links dann die Rückfahrkamera, Linien lenken auch mit und je nach Situation ist die halt auch mal verschmutzt, aber jetzt geht's gerade und sobald ich in DG springt, dann die Frontkamera hinzu. Darstellung ist in Ordnung, es gibt bessere Systeme, man muss aber auch keine Filme drauf schauen. Es reicht, um die ganzen Hindernisse nachts als auch am Tage zu sehen. Genau. So, dann fahren wir los mit dem Audi Q8. Im Prinzip ist es bei so einem Elektroauto so, dass einem natürlich die Abrollgeräusche und auch sonstige Geräusche natürlich stärker auffallen. Hier ist es so,
dass wir davon erst in hohen Geschwindigkeiten was mitbekommen. Also es ist schon ein sehr ruhiges Auto, auch nochmal betont durch die Größe des Fahrzeugs. Ja, wir haben ja doch auch ein größeres SUV und Abrollgeräusche sind wirklich erst ab dreistelligen Bereichen zu hören und auch Windgeräusche, je nach Wind, erst später. Also jetzt fahren wir 100 und es ist schon noch wirklich angenehm leise. Man muss ja noch bedenken, dass wir jetzt auch kein Radio anhaben. Sollte ich noch ein Radio anhaben, dann höre ich sowieso fast nichts. Also das haben sie gut gemacht. Zur der verbesserten Aerodynamik kann ich jetzt leider nicht so viel sagen, weil wir halt den Wintertest haben und da ist der Verbrauch halt immer ein bisschen höher. Also ich bin auch mal mit 18 klar gekommen, da war dann am einen Tag 5 Grad und da habe ich dann auch Sitzheizung sowas nicht gebraucht. Aber in der Regel lagen wir halt schon so zwischen 21 und 25 Kilowatt bei normalen Fahrten. Klar, wenn man schneller fährt, das zählt man jetzt nicht hinzu, dann brauchen die Dinger schon auch mal ihre 30 Kilowattstunden, aber das ist auch bei einem EQE SUV oder einem BMW iX nichts anderes. Ich finde, das ist nach wie vor ein schönes Auto, außen als auch innen. Denn gerade das ganze Cockpit, davon hatten wir es ja vorher schon, ist alles von der Bedienbarkeit auch schön angepasst. Es ist zwar schön drin, aber ich komme auch überall gut hin. Das heißt, ich muss auch während der Fahrt wirklich nicht lange weggucken. Auch das zweite Display hier unten hilft mir. Es ist klar definiert, was wo ist. Das heißt, ich kann überall schnell zugreifen auf die Funktionen, die ich haben möchte. Und die wichtigsten Infos sehe ich ja dann auch nochmal in meinem Head-Up-Display. Das heißt, auch da, ich muss da wirklich nicht lange von der Fahrbahn abschauen. Zur Wendigkeit, naja, wir haben keine Allradlenkung mit an Bord. Und ich sag mal, für so ein großes SUV ohne Allradlenkung ist es in Ordnung. Aber klar, da sind wir natürlich schon ein bisschen verwöhnt. Auch der Konkurrent Mercedes mit dem EQE zum Beispiel hat da ja eine Allradlenkung. Ich bräuchte es nicht unbedingt. Wir hatten jetzt in der Stadt so keine Probleme. Beim SQ8 wäre es sicherlich in den sportlicheren Kurven auch nicht schlecht. Aber ihr könnt ja mal drunter schreiben, ob ihr das wollen würdet oder nicht. Oder ob ihr es vermisst. Noch ein Punkt, bevor wir zur Assistenz kommen, ist was zum Fahrwerk. Wir haben ja ein Luftfahrwerk, das sich je nach Fahrmodus anpasst. Ich muss sagen, es ist angenehm. Der Sitz schluckt auch noch mal einiges weg. Also es ist ein Elektroauto, mit dem ich mir gut vorstellen könnte, jetzt nur mal so rein vom Komfort von hier nach Hamburg zu fahren. Weil es ist einfach schön angenehm, man kommt entspannt an. Es ist alles schön leise. Also es ist wirklich, wie man es aber auch von dem Preis erwarten darf. Jetzt aber wirklich der letzte Punkt vor der Assistenz, und zwar die Rundumsicht. Die machen wir auch immer noch gemeinsam. Wir sehen hier überall gut raus, auch nach hinten. Wir haben aber natürlich, wie fast bei jedem Auto hinten, dann auch mal ein toter Winkel in der C-Säule. Den kann man aber dann ausmerzen mit den ganzen Helferlein, die wir hier auch an Bord haben. Von der Power her, wir haben ja 408 PS. Wir haben auch einen Sportmodus, Dynamic-Modus. Da haben wir dann diesen klassischen Elektro-Punch. Ich bin aber meistens tatsächlich im Komfort gefahren. Da haben wir eine ausgewogene Mischung zwischen Effizienz, aber ich kann halt auch jederzeit die Leistung abrufen. Und es gäbe vielleicht sogar für diejenigen, die etwas außerhalb der Straßen mal unterwegs sind, vielleicht in ihrem eigenen Waldgebiet, gäbe es sogar einen Offroad-Modus. Wir haben den adaptiven Tempomaten jetzt eingestellt. Mit dem adaptiven Tempomaten haben wir auch einen mittigen Spurhalteassistenten. Das heißt, er folgt der Spur hier schön mittig. Möchte aber, dass ich am besten meine Hände immer am Lenkrad habe. Ansonsten würde er mich auch warnen nach einer Zeit. Mit dem adaptiven Tempomaten kommt natürlich nicht nur die adaptive Form hinzu, dass er automatischen Abstand hält, sondern er übernimmt auch Verkehrszeichen, ja, oder nimmt Einfluss auf die Verkehrsführung. Das heißt, wenn da jetzt mal ein Kreisverkehr kommt oder eine stärkere Kurve, eine engere, dann bremst er das Fahrzeug da auch ab. Somit sind wir da eigentlich auf einem sehr hohen Niveau, was die Assistenz angeht. Wir haben ja auch einen Totwinkelassistent, der hier im Außenspiegelgehäuse ist. Der warnt auch 3 bis 4 Fahrzeuglängen vorher, da werden wir also auch rechtzeitig gewarnt. Und zudem haben wir dann natürlich noch den Verkehrszeichenassistent per se. Der hat jetzt aber sehr gut funktioniert. Also ich hatte wirklich nicht einen Fehler in der Testphase. Und das finde ich aber auch wichtig, denn der arbeitet ja wie gesagt mit dem ACC zusammen und dann müssen wir uns ja auch darauf verlassen können. Somit haben wir da ein gutes Maß an Assistenz mit dabei und auf die kann man sich Audi-typisch auch verlassen und wird dann eben, wenn man das möchte, unterstützt. Ja, das war unser Video schon wieder über den jetzt Q8 e-tron. Bisschen matschig hier, weil jetzt das alles wieder auftaut, aber nach wie vor natürlich eine schöne Location. Ein gutes Auto nach wie vor. Es ist ein nach wie vor schönes Elektroauto und es wurde halt nochmal optisch leicht angepasst und halt einfach von der Technik eine größere Batterie und halt auch ein bisschen effizienter. Das Letztere konnten wir jetzt nicht ganz so austesten, weil es eben, hier seht es glaube ich auch an meinem Atem noch, einfach noch kalt ist und wir halt wie so einen Wintertest hatten. Aber im Großen und Ganzen ein schönes Auto. Man muss halt heute
wenn man jetzt ein Auto sich anguckt, nach wie vor, gerade auch bei den Elektros, wirklich auch mal noch andere angucken. Das heißt EQE oder EQS SUV, iX3 oder halt iX, einfach nur, um da auch mal andere zu testen, weil es ist halt einfach so, so ein Auto ist im Sommer nochmal anders wie im Winter und das sind aber die Probleme, die nicht nur der Audi hat, sondern auch der EQE, den wir euch gezeigt haben. Deswegen bin ich jetzt gespannt, was ihr sagt. Reicht euch das dann von der Reichweite oder sagt ihr, ja, könnte ein bisschen mehr sein? Ich bin sehr gespannt, was Audi mit dem Q6 jetzt dann bringt dieses Jahr und ob er kommt und dann auch natürlich mal auf einen neuen Q8. Also da können wir spannend in die Zukunft blicken und es gibt ja auch weiterhin die Verbrenner, wer jetzt kein Elektro mag. Zu den Preisen, 75,9 geht es ja los. Die hier ausgestellte Variante kostet 109.310, weil wir den Advance mit 55 der größeren Batterie eben haben, plus halt Matrix, der Farbe, die Sitze, Head-Up-Display und was halt alles da so dabei ist. Maximal, das wäre also ein 55er S-Line mit allen Optionen und der teuersten Farbe, liegen wir bei 130.700 Euro und 131.760 wäre dann der S, also da liegen wir jetzt gar nicht so weit drüber, aber wir bleiben jetzt mal bei den 130.700, weil das halt der normalere Q8 ist und den stellen wir euch ja heute gerade vor. Das ist eine richtig gute Stange Geld, die man da auf den Tisch legen muss für so ein Auto. Für das würde man auch den Verbrenner Q8 bekommen. Vielleicht nicht volle Hütte, aber auch einen guten auf jeden Fall. Und da muss man sich dann halt schon fragen, ob man das oder den Schritt halt geht. Denn es ist halt ja nach wie vor so, dass nicht alle ein Elektroauto fahren können, weil einfach die Ladeinfrastruktur immer noch nicht so ist, wie man es gerne wollen würde. Also auch in dem Ort, wo ich wohne, gibt es keine einzige Ladesäule. Das muss man sich halt auch mal vorstellen. Aber so ist es halt. Und ich finde es ein gutes Auto. Es ist halt Audi-typisch. Also ich meine BMW, Audi, Mercedes, man zahlt da halt einfach mehr. Das ist einfach so. Wer also den Audi fahren möchte, muss den halt dann auch am Ende bezahlen. Aber auch ein EQE-SUV und auch ein iX sind da nicht viel günstiger. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Schreibt alles drunter. Wie gefällt euch optisch? Wie gefällt euch als Elektroauto? Würdet ihr den nehmen oder würdet ihr den noch Q8 Verbrenner nehmen? Und ich bin gespannt, was ihr sagt. Gerne dürft ihr uns abonnieren. Das freut uns. Dann wachsen wir weiter. Können euch immer mehr solche schicken Flitzer zeigen. Der nächste Audi steht quasi schon vor der Tür. Denn wenn der geht, kommt der RS7 Performance. Also quasi das komplette Gegenteil. Und ihr dürft jetzt nochmal den Ausblick genießen mit dem schönen Auto, mit der Single-Frame-Beleuchtung. Ist wirklich ein schönes Highlight. Und dann gehe ich raus und sage bis dann.